Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seven Things to Die mit eurem Striker. Ich muss mich erstmal entschuldigen, und zwar ist in der letzten Aufnahme saumäßig irgendwas passiert, dass ich die Aufnahme nicht verwenden konnte. Ich hatte eine kleine Quest gemacht, ging natürlich wieder so ein bisschen in die Hose, wie sehen Sie, ich bin infiziert worden, hatte halt jetzt ein bisschen was verkauft, ein bisschen was gefunden. Und haben bei den Kollegen eigentlich nur eine neue Quest angenommen. Aber ich sicherte gar nicht, wie viel Antibiotikum hat. Vitamine. Wieder auffüllen, Tag 7. Sieht nicht so gut aus, ne? Müssen wir gucken nach Antibiotikum. Oder halt wieder berühmte Honig. Ja, ich wollte jetzt kurz einmal zu Hause vorbei machen, uns ein bisschen leer. Und dann würde ich sagen, gehen wir halt weiter zur Quest da hinten. Ne? Gucken wir mal, was da. Also, wenn ihr jetzt im Hintergrund so komische Geräusche hört, das bin nicht ich, das ist mein Hund. Mal ganz kurz gucken, weil wir hatten ja irgendwie die Zeitschrift gefunden, von wegen aus Bäume Honig bekommen, ne? Gucken, ob das funktioniert jetzt hier. Ist wahrscheinlich weniger, ne? So. Absolut keine Ahnung. Okay, da hat er auch schon einen kurz ordentlich gegen geklopft. Was auch immer. Hier hatte ich halt auch noch nicht weiter gemacht. In der Nacht. Ich habe einfach nur die Nacht abgewartet. Wenn wir gut. So, die Schmelze hier, die ist durchgelaufen. Die hatte ich halt ein bisschen angemacht. Aber für diese paar Klamotten machen wir die jetzt nicht an. Das macht ja gar keinen Sinn. So, ich hatte halt hier auch noch ein bisschen nur aufgeräumt. Das heißt, hier ist ein bisschen Essen drin. Zack, hier ist ein bisschen Medis drinne. Packen wir da auch noch ganz kurz so rein. Dann würde ich ganz kurz das da reinpacken. Das hier so ein bisschen halbieren. Und dann die Schaufel und Schießpulver hier erstmal noch mal rein. Fackelmesser nehmen wir mit. Ganze Steine dürfen wir nicht hier lassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon los. Genau, das hatte ich natürlich auch in der letzten Folge aufgemacht. So leid es mir tut. Aber kommt echt nichts dafür. Ne? Soundqualität war irgendwie so miserabel. Aber warum auch immer das oder wie auch immer das passiert ist. Stopp, mal. Mal was gucken. Also die Türen sind hier irgendwie im Arsch, ne? Genau, da wollte ich hin. Was unser Wassersammler dann sagt, okay, das sieht sehr gut aus, ne? Na, warum kann ich das nicht? Doch, geht doch. Linksklick, ne? Wir nehmen es jetzt einfach so mit, weil wir haben noch zwei Chrysanthemenwasser. Ne? Zack. Ich bin schon wieder übel, wenn ich das sehe.
in dem Scheiß verstrahlten. Antibiotikum ist echt rar, ne? Ich glaube, wir hatten eine Tablette, die wir bis jetzt gefunden hatten, ne? Als der letzte Punkt auf dem Nachhauseweg hat, ich hatte noch ein paar Zeitschriften gelesen und gefunden. In den Briefkästen hier, ne? In den Zeitungskästen. Aber na gut, was soll ich machen? Kann es leider nicht ändern. Nicht in die Ausdauer. Warum nicht, Kollege? Da kriegt ihr noch was. Plastikmechanische Teile. Klinikbüros. Auf dem Nachhauseweg habe ich das Ding hier halt gesehen. Ganz interessant, eventuell könnte man da, wenn man die eine Leiter wegmacht, die das dann heute noch machen. Also, ich habe echt ein mieses Déjà-vu gerade gehabt, ne? Mit dem Wolf. Den wir das eine Mal hatten hier. Also wir sind auf jeden Fall schon mal da in der Nähe, ne? Okay. Die haben wir auf jeden Fall mal eben getriggert. Aber das mit dem verstrahlten Biohazard, das ist echt heftig, ne? Chris, gerade kassierst eine und bist sofort verstrahlt, ne? Und die Zeitschriften haben halt auch Knüppel 4 Stufe bauen können, ne? Antibiotikum natürlich nicht. Was habe ich jetzt gebrannt? Ach, mit dem Feuerchen da. Okay. Mit dem Feuerchen da. Okay. Gehen wir nochmal weiter. Hier habe ich das Gefühl, es wird ein paar Wildschweine kommen. Okay. Kommt jetzt mal eine Krabbelgruppe. Okay. Das war schon mal nicht so schlecht. Aber sieht nicht danach aus, als wenn hier irgendwo ein paar Wildschweine sind, ne? Okay. Also kein Sprit mehr aus den Autos, ne? So wie ich das hier gerade sehe. Heftig. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Ich sehe gerade, da lag eine Mine, ne? Antibiotikum, Antibiotikum.
Nichts Antibiotikum. Okay, gut. Noch den Betten. Auch Rohre federn, ne? Okay, das funktioniert noch. Jetzt muss man halt nochmal gucken, Alter, was kriegt man da was raus, ne? Anscheinend. Sagen, wir setzen das jetzt alles und machen mal unseren Job. Aber das nehmen wir hier nochmal mit. So, das steht auch wieder, ne? Mal gucken, ob das jetzt ein lootbares Auto ist, was ich aber nicht davon ausgehe. Boah, jetzt ist schon wieder beieinander. Dieselbe Karre wie vorher auch. Man kann man nichts machen. Der nächste Tod ist anscheinend schon verprogrammiert, ne? Aufheben, damit wir da was herstellen können zum Essen. Aber im Moment ist es halt echt nur einfach so, dass es einfach besser ist, wenn wir was essen. Schon platzmäßig, ne? Okay, vorne hat man aber Pflastersteine drin, ne? Schwarze Plane? Braune Plane, okay. Daher der Unterschied. Gut. Kleber. Kleber finden wir echt gut, ne? Antibiotikum wäre noch geiler. Ich lasse mal so ein bisschen. Sagen dürfte. Nummer uno. Fertigkeitenpunkt, ne? Aber was hilft uns der Fertigkeitenpunkt, wenn wir kein Antibiotikum bekommen, ne? Wir verteilen den ganz einfach auch nochmal. Können wir den hier zufälligerweise hier reinpacken? Nein, ne? Da auch nicht. Das heißt, wir müssten da jetzt wieder einen reinpacken, ne? Prüfpeter. Stufe 5, Leute. Eieieiei, ich habe schon die übelsten Befürchtungen, was die Horden nach betrifft. Gründe, Plane, Sand, okay, hier ist Müll. Klebeband, sehr schön. Schon Sandwich. Okay, das war's zumindest hier. Ist verschlossen. Boah, Leute. Das ist mal echt viel besonders von der Sichtweise her. Müssen wir das halt so von Raum zu Raum irgendwie ausleuchten, ne?
Mais-Kunden-Sache, weil wo ist am meisten Kunden sind? Ah, ne, es war kein Mais-Kunden. Dann bleibst du jetzt hier, du bleibst hier. Das bleibt hier. Das weiß ich nicht. Kämmen. Schaut euch so. Mal wie man es lernen. Schön mit den Nase. Junge. Schön, ne? Ah, ich will Besuch. Darfst dich ruhig beeilen, Kollege. Du darfst dich ruhig beeilen. Mal irgendwie einer erklären, Alter, das ist ja echt übel. Okay, der Knüppel macht langsam ein bisschen Laune, ne? Haut langsam so ein bisschen was raus. Dies bereut. Was müssen wir machen? Zurück über das Gebiet, okay. Tja, das sah noch wie gerade Glück gehabt, wa? Wieso? Schon mal nicht schlecht. Der macht 15,6. Ja, 15,6. Glückschaden. Ausdauer kosten 17. Das bleibt. Tja, denn. Schraubenfeder nehmen wir mal ein bisschen mit. Feuermaterial, ne? Oh, das wollte ich doch schon wieder gar nicht. Die wird die kommen, die wird die kommen. Keine Ahnung, die wird die kommen. Na, Halleluja. Läuft ja schon wieder, ne? Und zack, und schon wieder eine Schelle, ne? Meine Fresse. So, ja, so viele Schellen, wie die mich hier getroffen haben, in diese Alpha. Wie willst du? Kann gehen, kann. Hmm.
Machen wir dich mal klein, dann bist du da und dann nehmen wir dich wieder mit. Okay, Glas hat schon mal nicht. Papier. Und was wollen wir machen? Räume erobern, Gebäude eroberst du Raum für Raum. Du nimmst 5% weniger Schaden und gleich 10% mehr Schaden aus. Das nehmen wir dann mal mit, das ist doch schon mal nicht schlecht. Das machen wir klein. Die Vorratskiste machen wir auf und dann machen wir gleich schon eine Abmarsch zum Händler. Vielleicht kriegen wir ja als Questbelohnung die Biotikum. Wir müssen die Fertigkeit und Fertigkeit von Sprengstoffen nachher. Rohrbombe freigeschaltet. Na denn. Jetzt sagen wir spachteln das. Ja. Und nehmen das hier noch mit. Wieder mit. Ja, und da hinten ist es wieder. Abmarsch. Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir mal. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir bei 100% Verstrahlung da. Landen. Nein, da wollte ich hin. Infektion. Genau, leichte Infektion. Gibt es auch eine starke Infektion? Weiß ich nicht. Dann ist er jetzt liegen. Ich verstehe da unten dieses Taschensymbol, aber nicht jetzt. Vorhin waren es 10, jetzt sind es 8. Baumstümpfe sind die auch nicht wirklich da, ne? Achso, ne. Beide Lootkrake schon zu lang. Und zufällig erst zu Hause vorbei, ne? Was ist da drauf können, ne? Rein theoretisch. Federn, das ist was, was wir nicht brauchen. Könnten wir hier nochmal ein paar Chrysanthemen aussammeln, ne? Zum Wasser machen. Zum Trinken machen. Ich warte gerade schon wieder völlig nicht mehr drauf, ne? Dass ich hier irgendwie so wieder so ein Wolf in die Arme laufe. Also dafür, dass wir echt diese Zeitschrift haben, wie man aus Bäumen Honig bekommt, funktioniert das echt sehr, sehr schlecht. Ich sehe keine Ahnung, wie ich mich hin, wie ich das funktioniert. Auch ein gutes Gebäude, ne? Hätte ich mal nicht reingeguckt. So.
Ich gebe das Ei mit. Ja, so ist das halt. Händler haben, ne? Wenn man da vielleicht noch mal gucken können. You Ob must der think you're Antibiotikum pretty hat. hot shit now. Das sind halt You did nur it, Mod so oder I'll honor our fertige agreement. Zeitschriften-Mod, also Zeitschriftenpaket. Der Waffe sind wir ja relativ wenig unterwegs, ne? Und warte noch mal ganz kurz, Kollege, wir machen noch mal nein. Da wollte ich hin. Das essen wir noch mal ganz kurz. Not bad. Und dann über die Zeitschriften. Vielleicht Just kriegen wir don't ja. let this go to your head. Ich hab doch Platz. Ja, was stimmt denn mit dir nicht? So eine Aufgabe von uns abholen. Das müssen wir zu Hause machen, ne? Warte mal. Anti. Honig. Honig. Ich bin dafür, dass es hier irgendwie noch so ein. So ein. Dingschrank geben sollte. Medikamentenschrank oder so. Wieder nicht. Hat da wieder nicht gedrückt. Ja, ich hab dich gesehen. Party-Lake sind wir hier. Warte mal ganz kurz, ich mag diese tiefen Bäume nicht, weil ich nicht sehe, was da drunter ist. Achso, im Winter ist voll. Ja, ist nicht schlimm. Die armen Hütchen, ne? Federn, okay, Federn können wir ruhig. Federn dürfen wir ruhig. Dass ich die Antibiotikum habe, ne? Ich glaube, wir
sollten wir mal durchgucken. Mal. Nochmal ein Kochrezept. Kürbiskäsekuchen. Freigeschaltet. Okay. Ich frage mal, ich habe eigentlich schon alles drin, ne? Ja, na gut. Anscheinend nicht. Einmal da drauf gedrückt. Ein bisschen Messing haben wir schon. Ja, wenn ich jetzt hier drauf drücke, ganz genau, muss ich aufpassen, ne? Aber dennoch haben wir kein Antibiotikum. Wo ist denn unser ganzes verdorbenes Fleisch? Wo haben wir denn das reingepackt? Da ist es denn, ne? Das können wir da rausnehmen. Und da packen wir das nochmal vorsichtshalber rein. Und dann packen wir das verdorbene Fleisch erstmal da mit rein. So, und das da mit hin. Und jetzt machen wir mal das auf. Vorschlaghammer. Sehr schön. Sprengstoff. Und Gewehre. Selbstgebautes Gewehr, Qualitätsstufe 3. Okay, danke schön. Könnte man ja erstmal eigentlich die Dienste anpacken, ne? Ja. Hat schon nochmal eine schlimme Infektion, ne? So wie zu dem Thema Infektion, ja. Du hast eine ernsthafte Infektion, bleibt sie unbehandelt, könnte dich zu deiner schweren Infektion führen, die den Tod zur Folge haben. Könnte nun so schnell wie möglich Antibiotika einsetzen, Zombies, die Tiere getroffen zu werden, verschlimmert die Infektion. Ausdauerwiederherstellung minus 25%. Ich kann noch gar nichts herstellen. Medizinisch Level 30, Level 60. Selbst wenn Heidelbeeren haben wir nicht, das könnten wir farmen, Pilze. Okay, aber Heidelbeeren noch. Könnten wir einpflanzen. Pilze hätten wir da. Aber kein Antibiotikum, also. Tja, was soll ich sagen? Heute etwas kleinere Folge, würde ich jetzt einfach sagen, dadurch, dass die andere Folge ja irgendwie völlig in die Hose gegangen ist, machen wir heute eine etwas kleinere. Das macht mir irre, ne? Mit diesem verfluchten Antibiotikum. Ja, Alpha 21 spielt Antibiotikum eine größere Rolle, habe ich das Gefühl. Schmeißen uns hier noch mal ganz viel bis zu futtern an. Machen wir das so. Das so. Kannst du herstellen? Ja, dann mach doch 10 Stück. Dann mach doch 10 Stück. Und. Von dem Wasser kannst du das dann auch erstmal. 10 Stück herstellen. Sind 13 Minuten. Machen wir das hier auch noch ganz kurz an. Machen wir 14 Minuten raus. Und alles wird schick. So. Dann machen wir das und das zurück. Dann machen wir hier schon mal 10 Stück rein. Und dann wird alles wird gut. Gehe ich mal stark von aus. Alles gut wird. Haben wir denn schon ein bisschen Nitrat gefunden? 184 Nitrat. Nehmen wir bitte Lehm. Und
Rezepte, Beete. Aber warum kann ich keine zwei bauen? Weil wir zu wenig Lehm haben. Okay. Das ist jetzt nicht so das Schlimme, ne? Ich lasse mir das auf den Kopf geben, wie und was wir da machen, dass wir da. Aber hilft uns ja nicht weiter, ne? Wenn wir jetzt ganz kurz mal gucken. Hier müssten wir, ne? So, medizinisch, wir sind gerade mal bräuchten. Natürlich ist Antibiotikum, ne? Ziemlich Level 3. Auf jeden Fall machen wir das. Das müssen wir vorbereiten. Das große Antibiotikum, dann ist da sogar die Spritze. Große Verbandskasten. Aber da müssen wir hin, ne? Das wird das Antibiotikum herstellen. Fahrzeuge und Antibiotikum. Das ist das, was wir brauchen. Okay. Moment, stopp mal. Dafür brauchen wir die Werkbox, ne? Ich glaube, dafür brauchen wir die. Warte mal, Kleber und Nägel werden das. Nur jetzt ganz kurz kontrollieren. Einmal Kleber und 10 Nägel, ne? Kleber. Nägel. Nein, könnte man bauen, wenn wir die Dings haben, ne? Okay, Kleber, Nägel da zurück. Werkbank. Werkbank, Arbeitsstation. Dafür fehlen uns noch 4 Zeitschriften. Einfach nicht voran, ne? Komm nicht voran. Okay. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr euch die Folge anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Euer Striker.